auch in Olympen ist. Da machst du das erste Mal, gell, Philipp? Das allererste Mal, nice. 15 Mal etwa, würde ich sagen. Was ist so das Ziel dahinter? Da ist die Natur- und Umweltkommission, die eigentlich mich angefragt hat, ob ich das machen mit den Schülern als Aktion, also als Frühlingsaktion. Wenn ihr die Velo aus dem Keller genommen werdet und dann vielfach halt vielleicht noch defekt sind oder dreckig, dass man es so wieder in Schuss bringen kann. Dann haben wir hier den Otto Lindenau mit seinen Leuten, die es dann nachher kontrollieren und Check machen, ob alles in der Ordnung ist, ob Bremsen tägt und so weiter. Und dann zahlt man etwas, oder? Es ist grundsätzlich so, dass man eine freiwillige Spende abgeben kann. Die Hälfte von dieser Spende kommt irgendeine gemeinnützige Organisation. Das Mal geht es in die Erdbebenopfer in der Türkei und in Syrien. Und die andere Hälfte kommen die Kinder überall Sachgeld. Das ist eigentlich schon schön, gell, wie die Kinder an einem freien Samstag noch daher können. Ja, und vor allem sind es ja noch recht viele. Also von den 62, die wir angefragt haben, die Mittelstufe vom Schulhausfeld, haben sich 34 gemolden. Oder? Was ja eigentlich ein sehr schöner Erfolg ist. Und mit vielen Raum sind sie dabei. He? Absolut. Im Moment haben wir den grossen Run schon fast durch. Jetzt sind sie zum Teil auch am Putzen von der eigenen Velo, aber das ist ja gleich. Auf was schaust du jetzt da, wenn du putzt? Das ist wichtig. Ja, dass ich dann in die, also die kleinen, in zu diesen Löcher reinkomme, weil da versteckt sich dann auch viel Dreck drin. Zum Beispiel hier. Zum Beispiel da, das Dreck, das ich abnehmen muss. Aber schwer ranzukommen. Machst du das gern? Das ist mein erstes Mal, aber ja, es macht schon Spaß. Okay. Du musst zuhause dein Velo regelmässig putzen? Ja, ja. Schon? Ja. Das ist wichtig, hä? Ja, wichtig. Läuft es nachher wieder besser, oder? Wir haben früher immer am Samstag müssen das Velo putzen. Ist das bei euch daheim auch, oder? Dreckig ist und ich sag mal, wir am Nachmittag nach der Schule noch putzen. Wenn es halt nicht mehr so dreckig ist. Ja, du nimmst das genau hier, hä? Auf was schaust du jetzt speziell? Da bei diesen Ecken, die du eigentlich übersiehst, dass ich dort noch genau mache. Ja, und das heißt, wenn es so dreckig ist, dass man zuerst schaut, ob das schon so weggeht, sonst soll ich es mit dem Spray. Ah, dann nimmst du einen Spray zuerst dann? Ja, also zuerst einfach mal schauen, ob es auch schon so weggeht. Und wenn nicht, dann ist es dann nachher melden mit der Stelle und dann, dann halt mit dem Spray nachher. Und dann weiss ich, dass ich dort mit dem Spray erschöpft. Ja. Aber ist ja lustig gewesen. Ja. Also ich würde es wieder machen. Und ihr, warum sind ihr hierher gekommen? Ja, wir haben auch geputzt. Und am Samstag, gell? Ja. Unglaublich. Und jetzt, was machen wir nachher noch? Ja, keine Ahnung. Ja, siehst du, ist das eine gute Beschäftigung, so wir eine Wochenende, oder? Ja. Und machen zusammen höckeln, ist das schön, oder nicht? Ja. Mal für einen guten Zweck, hä?
Weißt du, wie mich das Velo da? Nein. Daniel Grossmann. Echt, Daniel? Ein Kollege, hä? Er hat gesagt, er geht in die Schule und er ist es da. Das ist nicht schlecht, hä? Da ist Kollegenarbeit. Siebes. Manchmal spielt sie von hinten so vorne, dann geht es eben auch gleich, oder? Der braucht eben nicht viel, oder? Und dann kommt das, eben, dass dann nachher so drauf bleibt und dann nachher geht die Bremse kaputt. Das ist da. Wohl? Gut. Bitte. Da gibt es noch gute Tipps hier, hä? Ja, sehr. Ja. Ja. Bist du so daher gekommen, um das Velo richten lassen, oder? Nein. Er war hier dran, heute am Putzen. Hoi. Und da hat er sich selber auch mitgenommen. Jawohl. Aber gell, ist ja schön, wie viele Jugendliche aus einem freien Samstag hierher kommen. Genau, ja. Gut, dann nehmen Sie den Arbeit hier. Okay. Hast du einen speziellen Checking-Plan hier? Ja, also ein bisschen Ablauf braucht. Ja. Nicht top. Ja, dann hätten wir das. Dann tust du jedes Velo hier durchchecken? Ja. Und dann einfach darauf aufweisen, was kaputt ist. Dann kannst du zum Velomech dort, wo sie das Velo gekauft haben, und einfach rausgehen. Dann tust du es eben noch erinnern. Und schaust du vor allem auf die Sicherheit, oder? Nehme ich an? Mehr oder weniger, ja. 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 Also, leicht bremsen oder was? Genau. Ja. Aber eben, wenn ich zum Beispiel ein Lagerspiel habe oder eine Kette durch ist oder so, dann kann man so sagen. Und morgen geht es um Sicherheit. Bremsen und Pneu leicht. Oder? Das ist eigentlich alles. So. Und morgen wird es notiert und dann ja. Sollen Sie zum Veloflicker gehen? Genau, das ist, dann, das ist nur ein Fehler, den wir hier machen. Ja. Super. Kein Velo zu klein, hä? Ja, das ist so. Ja, mal anschauen. Also, bremsen, hä? Das ist gut. Hat Rücktritt, das ist auch gut. Ja. Dann der Pneu ist gut, aber Luftpumpe. Ja. Ja, jetzt schau eben hier zum Beispiel. Das Lager hat jetzt Spiel, oder? Das kann ich natürlich auch sagen, dass es das so ist. Ja. Weil wenn er noch weiter rumfährt, geht es dann eben kaputt. Und Pumpen ist auch wichtig, ja, das eben natürlich auch. Es geht dann ein bisschen rein. Ja. Und vor allem für den Pneu ein bisschen. Genau. Ja. Das ist ein Applaus hier beim Reinigen, hä? Nach paar Eingaben, machen wir mal schnell so eine spezielle Lumpeneingabe hier. Jawohl, so geht es dann viel besser, gell? Ja. Du hast das eigene Velo heute schon mal putzen? Ja. Und bist du zufrieden mit ihnen? Tipptopp, sehr gut werden sie. Macht ihm gerade an, zum Helfen. He? Genau. Jawohl. Dann kriegen wir noch 2-3 Velos über, gell? Ich hole mal ein Spray, okay? Ja. Super. Du, eine Aktion von der Umweltkommission, ja, gell? Genau, Andi? Ja. Wie sind wir auf das gekommen? Oder? Das gibt es schon lange, gell? Das gibt es gerade schon lange, ja. Und das machen andere Gemeinden auch. Immer im Frühling, dass man die Velo wieder parat hat für den Sommer. Und eigentlich ein verschämter Auflauf, gell, wenn man so denkt. Ja, hat sich natürlich über die Jahre umgesprochen, dass das stattfindet. Und die Stammkunden haben wir hier auch, ja, genau. Und dann hat es einen Haufen Kinder, die mitmachen. Und die Eltern bringen die Velo natürlich auch gerne. Und einen richtig professionellen Check, was natürlich eigentlich noch gut ist, gell? Ja, das ist ein Velomechaniker, der die Velo überprüft.
Bremsen, Verkehrstauglichkeit, Reifen, alles. So, wie ist es denn da zu dieser Kuchenpracht gekommen? Ja, wir haben Backen, wir Frauen. Einfach so? Einfach so. Als Mutter? Extra, ja. Habe ich gestern mir noch Zeit genutzt, um einen Kuchen zu backen. Am Morgen. Das ist ja super, gell? Wenn man ehrlich ist, so Anlässe, so ohne Mütter, dann könntest du vergessen. Könntest du vergessen. Könntest du gleich streichen. Sibyl, hast du auch noch backen? Ich habe nicht backen, ich habe es ausgelagert. Aber gell, wenn man ehrlich ist, ohne Mütter, wäre es heute wahrscheinlich hier fast gar nicht möglich. Das ist so. Die Mütter erklären sich gerne bereit, erklären, um mal am Samstagmorgen noch zu helfen. Was sagst du dazu, Sepp? Als Grossvater schätze ich natürlich solches Engagement von jungen Müttern, die eventuell das auch wichtig weitergeben und geben auch ein Selbstvertrauen an Grossväter. Und du bist jetzt hier wegen dem Velo oder wegen dem Grosskind? Wegen beidem. Und aus Interesse, gell? Sehr das Velo natürlich. Das ist auch ein sehr gutes Engagement hier von Philipp und seiner Klasse. Und natürlich interessiert mich natürlich die Jungmannschaft, Familie, kleine Kinder, die gesund und kräftig und zufrieden aufwachsen. Und jetzt muss ich dir etwas sagen. Dort hinten hat es noch einen Kuchen, wo sie gesagt haben, ja, den sollte man noch ein bisschen essen. Hoppla. Hast du einen genommen? Die kann ich nur empfehlen. Die sind so fein. Ah, ich habe so gut habe ich mich da drin gedacht, in die Rüebli-Tuche. Und läuft's besser? Jetzt aber Homburg stehen. Da wird schon.